Ja, schön zu sehen, dass es heutzutage auch weniger attraktive Menschen ins Fernsehen schaffen können. Ja. Das war zu meiner Zeit anders. Ja, naja. Ja, wer ist denn eigentlich alles hier heute? Mensch, Hugo, Egon, Walder! Ich fass es nicht, ja? Du lebst noch, du alter Hurenbock! Ich trau ja meinem Auge kaum. Ja, entschuldigen Sie, das ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Ja, man trifft ja nicht alle Tage auf deinen zwölffachen Lochschwager. Ja, stimmt doch, Hugo, oder? Mindestens 12 oder nicht, ja? Lass mal überlegen, wer war denn alles dabei hier? Ingrid Steger? Heidi Kabel? Ja. Alice Schwarzer? Ja. Ja, die war damals noch anders drauf, ja? Ja, dann hier, Jürgen Hingsen, ja? Ja gut, der galt quasi als metrosexuell. Ja, ja, wer noch? Ja, hier natürlich Iris Berben, das versaute Stück, ja. Bei jeder Aftershow-Party. Rums, bums, danke, Karl. Mache ich inzwischen einen großen Bogen drum. Ja. Heute schütten wir uns zu, denn wir haben auch allen Grund dazu. Ja, 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 ist ja gut, ja. Das Klatschvieh ist wieder am Start, ja. Ja, apropos Aftershow-Party. Ich war mal hier, bin mal beim Bambi, bin ich mal tierisch mit dem Frank Elstner versackt. Und ich war schon rumpfvoll und kurz vorm Kotzen. Aber der Elstner, der wollte immer weiter saufen. Meinte nur, komm, Karl, einer geht noch, ja. Also gut, ja, trinkt man doch so einen Schlüpferstürmer. Und ich muss direkt kotzen hier. Voll auf mein schönes Versace-Hemd. Oder C&A oder was das war, ja, weiß nicht mehr genau. Und ich sag zum Elster, Mensch, scheiße, Frank, ja. Ich kann doch so unmöglich nach Hause gehen, meine Frau reißt mir doch den Kopf ab. Daraufhin meint der Elster, ja, du, ich hab eine Idee, Karl, ja. Wir stecken dir einfach hier so 20 Mark in die Hemdtasche, ja. Und wenn deine Alte fragt, dann sagst du einfach, ich hätte dir aufs Hemd gekotzt. Und dir die 20 Mark für die Reinigung gleich mitgegeben, ja. Ja, so eine knappe Stunde später komme ich nach Hause. Ich friemel gerade so mit dem Schlüssel im Schloss rum. Ja, da reißt meine Frau schon die Tür auf. Karl, wo warst du denn so lange? Ja, und wie siehst du überhaupt aus? Sag mal, hast du dir auf dein Hemd gekotzt oder was? Nein, 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 das war ich nicht. Ja, das war der Elstner, der Frank Elstner, der hat mir aufs Hemd gekotzt. Ja. Und der hat mir auch gleich die 20 Mark für die Reinigung in die Hemdtasche gesteckt. Ja. Na ja, daraufhin schaut meine Frau in die Hemdtasche und sagt, ja, aber da sind ja 50 Mark drin. Ach so, ja, ja, das habe ich ganz vergessen. Unterwegs hat mir noch jemand in die Hose geschissen.